So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar habe ich diese Dose gefunden. Die sieht richtig stark aus. Das ist eine Dose Lemonade. Aber nicht mit Limone, sondern Bubblegum Style. Und das schmeckt bestimmt genauso billig, süß und eklig wie viele andere Dinge auch. Aber irgendwie habe ich so eine Dose noch nie gesehen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo die her ist. Bestimmt aus dem Teddy oder irgendwo. Ach, da steht sogar Teddy drauf. Da ist das offizielle Teddy-Logo. 1 Euro, wie man unschwer erkennen kann. Steht aber auch ganz groß hier drauf, 1 Euro. Da steht extra nochmal, don't chew, just drink. Nicht kauen, einfach nur trinken. Erfrischungsgetränk mit dem Geschmack nach fruchtigem Kaugummi. Bubblegum-Style, ohne Koffein und Taurin, was ja eigentlich schon mal was ganz Gutes ist, von der Firma Q mit so einem Pelikan drauf. Und ansonsten gibt es dazu, glaube ich, nichts weiter zu sagen. Wir werden das jetzt mal hier einfüllen, wieder in unser Gläschen, in unser Berliner Lufttestgläschen. Achso, habe ich überhaupt schon ein Thumbnail-Bild gemacht? Bubblegum, genau, so muss das reichen. Hat so einen Verschluss wie eine Red Bull-Dose, dass da so ein blauer Nipper dran ist. Jetzt mach mal den einmal auf. Ich denke mal, das wird rosa sein. Ja, wir werden das jetzt einfüllen. 2 Zentiliter zum Probieren. Wieder mal badwarm, dass du dann nur Schaum kriegst. Sieht das nicht gut aus? Auf jeden Fall reinste Chemie. Das probieren wir jetzt. Joa, schmeckt wie diese Kaugummi-Bänder, die es da gab, die ihr da in der Rolle hattet und rausziehen konntet. Genauso original, also Kaugummi-Geschmack trifft es auf jeden Fall ganz gut. Fruchtiger Kaugummi, diese Süße, die ihr kennt aus eurer Kindheit, wenn ihr immer genascht habt, ist auf jeden Fall da. Ob man das jetzt unbedingt braucht als Getränk, dass man wirklich nur diesen Geschmack hat, oder ob es das immer war, dass man gekaut hat und hatte diesen Geschmack und hat beim Kauen diesen guten Geschmack gehabt. Ja, aber soll ja extra sein, nicht kauen, einfach nur trinken. Aber das wäre was, was für mich auf Dauer, glaube ich, irgendwie dann zu süß oder zu aufdringlich ist. Wir hauen mal die 4 Zentiliter voll, dass ihr das nochmal seht. Dieses schöne Gläschen ist halt ein bisschen trüb, kannst du auch nicht durchgucken. Hat trotzdem eine zartrosane Farbe. Aber ansonsten schmeckt das eigentlich ganz gut, also hätte ich jetzt nicht gedacht. Könnte ich sogar empfehlen, wenn ihr wirklich auf Kaugummi-Geschmack steht. 1 Euro aus dem Teddy Bubblegum Style. Wir trinken jetzt noch den Rest und dann war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Adi, Schatz. Seht ihr das? Die Kaugummischlange, die bewegt sich genauso.